Bei eurer Arbeit mit Flash wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass euer Kunde möchte, dass ihr externe Webseiten ladet bzw. anzeigt. Sei es in dem Falle, dass Flash dafür verwendet wurde, von euch ein Navigationselement darzustellen, oder sei es einfach darum, dass beispielsweise innerhalb eines Impressums oder ähnliches einfach eine externe Seite geöffnet werden muss. Früher war das relativ einfach. Zu ActionScript 1 und 2 Zeiten gab es damals einfach den Befehl getURL. Und hier haben wir dann einfach zum Beispiel geschrieben http://google.de und schon hatte sich Google geöffnet. Dem ist aber seit ActionScript 3 nicht mehr und wir verwenden jetzt auch ActionScript 3 für den Flash Player 10. Aber das ganze Spiel ist jetzt nicht viel schwieriger geworden. Das Konzept hat sich nur ein wenig geändert. Alles, was ihr aus dem Internet laden wollt oder jede Ladeaufruf, den ihr mit ActionScript 3 machen wollt, könnt ihr nur machen, wenn ihr eine Variable der Instanz URL Request definiert. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist es aber gar nicht. Wie definieren wir nochmal eine Variable? Wir schreiben als erstes das Schlüsselwort var. Anschließend geben wir der Variable einen Bezeichner, in diesem Fall URL Request, und müssen einen Typ definieren. Der Typ ist URL Request. Anschließend wird mit gleich eine Zuweisung gemacht. Und was brauchen wir jetzt? Eine Instanz von URL Request. Die Instanz von URL Request finden wir im Package FlashNet. Und hier einfach ein Doppelklick auf URL Request. Schon haben wir die Instanz da. Und wenn die Instanz erscheint, sehen wir auch sehr schön, welcher Parameter hier optional verlangt wird, nämlich die URL, die geöffnet werden soll. Nun, welche URL soll geöffnet werden? Die gleiche, die wir vorhin schon öffnen wollten. Google.de. Und somit beinhaltet die Variable URL Request die Information, welche Webseite oder welche Datei aus dem Internet geladen werden soll. Nun brauchen wir eigentlich nur noch eine Methode, die in der Lage ist, mit dieser Variablen zu kommunizieren und für uns entsprechend einen Ladeprozess zu starten. Da gibt es seit ActionScript 3 die Methode NavigateToURL. Und wie ihr seht, erwartet NavigateToURL wirklich eine Variable von Typ URL Request. Die übergeben wir ihr jetzt. Und nun testen wir das Ganze. Und wir können sehen, dass sich Google ganz normal in unserem Browser öffnet. Wie würden wir das Ganze nun realisieren, wenn unser Flash-Film wirklich ein Navigationselement wäre und wir innerhalb einer HTML-Seite beispielsweise eine Website in einem anderen Frame laden wollen? Nun, für diesen Fall bietet uns NavigateToURL einen zweiten Parameter, der optional ist, welches uns fragt, in welchem Fenster sollte ich das Ganze öffnen. Wenn ich hier beispielsweise blank eingebe, dann ist es so, dass bei blank ein neues Fenster geöffnet wird. Oder wenn ich self eingeben würde, das Ganze im gleichen Fenster geöffnet wird. Das Ganze kann aber auch ein Frame-Name sein. Da muss euch der HTML-Entwickler sagen, wie dieser Frame denn von ihm benannt wurde. Und wenn ihr dann diesen Frame-Namen entsprechend anstelle des Blanks eingebt, so wird es passieren, dass automatisch die Website in diesem speziellen Frame geöffnet wird. Beliebiger Frame-Name innerhalb eines HTML-Framesets. Das war jetzt die eine Möglichkeit, wie wir mit NavigateToURL arbeiten können und URL-Request, um Webseiten zu öffnen und dementsprechend Informationen zu verlangen. Es wird aber mal mit Sicherheit vorkommen, dass euch der Kunde mal sagt, du, wenn du die Webseite öffnest, bitte sende doch gleichzeitig an die URL ein paar Informationen. Das ist nicht schwer. Um das Ganze zu realisieren, gehe ich jetzt einfach hin, definiere jetzt eine neue Variable und in dieser Variable möchte ich die Informationen, die ich später an die Website senden möchte, festhalten. Also definiere ich eine Variable URL Variables vom Typ URL Variables gleich. URL Variables finde ich im gleichen Package. New URL Variables. Und in diese Variable bin ich in der Lage, weitere Eigenschaften hinzuzufügen. Das sind beliebige. Das heißt, wenn zum Beispiel der Kunde möchte, dass ihr die Information Name weitergebt, dann geht ihr einfach hin. Schreibt beispielsweise Name hier hin, Schaban Ünlü, und dementsprechend wird die Information Name mit dem Wert Schaban Ünlü weitergegeben. Wenn der Kunde möchte, dass ihr zusätzlich noch die Information des Alters oder E-Mail-Adresse mitgeben sollt, dann definiert ihr einfach eine neue Eigenschaft in die Variable hinein, beispielsweise Mail, und da kommt dann sowas rein wie us@nettrack.de. Wie können wir das Ganze jetzt aber mal vernünftig testen?
öffnen wir doch einfach mal ganz schnell Safari und gucken uns mal an, was passiert, wenn wir Schabern-Ünlü eingeben. Wenn wir sehen, Schabern-Ünlü wird mittels einer speziellen URL, nämlich mit dem google.de/search aufgerufen. Und hier wird eine Variable übergeben beim Aufruf, nämlich Q gleich Schabern-Ünlü. Wir wollen diesen Ausdruck jetzt einfach mal simulieren, indem wir jetzt in unser Flash zurückgehen, hier statt google.de einfach Search verwenden und wir wollen dieser Website jetzt Informationen mitteilen. Welche Information war das nochmal? Das war das Q und Q ist gleich Schabern-Ünlü. Nachdem wir nun die Variable definiert haben, müssen wir natürlich dem URL-Request Bescheid sagen. In dem Moment, wo du Kontakt aufnimmst mit dem Internet, sei bitte so nett und transportier doch diese Information gleich mit. Ganz einfach. URL-Request.data gleich die Variablen, die ich gerade definiert habe. Variables, wenn ich mich nicht vertippt habe. Dann sollte das Ganze jetzt auch funktionieren direkt. Ihr seht hier wunderbar, es wird Google Search aufgemacht. Das Q wird übermittelt und entsprechend dann der Wert Schabern-Ünlü und in Google ist sofort da. Diese Variante kann unter anderem auch dafür verwendet werden, um beispielsweise E-Mail-Formulare oder ähnliches zu versenden. Wenn das Ganze allerdings mit E-Mail-Formularen gemacht wird, müsst ihr einen einzigen kleinen Unterschied bitte verinnerlichen. Und zwar funktioniert das dann nicht mehr mit Navigate to URL, sondern E-Mail-Formulare würden dann so gehen. Beispiel für Mail-Formular, dass ihr eine Variable URL-Loader aufbaut, vom Typ URL-Loader. New URL-Loader und den URL-Loader dann einfach sagt, Load und dementsprechend diesen Request dann einfach übergibt. Warum wir das machen müssen, ist relativ einfach. Navigate URL öffnet alles in einem Browserfenster, aber das ist ja bei einem Kontaktformular überhaupt nicht gewünscht. Ich möchte es ja im Hintergrund setzen. Deswegen verwende ich anstelle von Navigate URL den URL Loader und mit Load sende ich die ganzen Daten. Nicht vergessen, das bitte nur dann machen, wenn ihr Kontaktformulare öffnen wollt, nicht wenn ihr normale Webseiten öffnen wollt. Bei Kontaktformularen kann es dann auch mal sein, dass euch der Backend-Entwickler sagt, bitte sende mir das doch in einem ganz speziellen Stil, die Information. Also sende das nicht so, dass sie in der URL zu sehen ist, sondern sende mir die Daten im Hintergrund via Post. Auch das können wir sehr schnell gewährleisten, indem wir einfach wieder das URL-Request nehmen. Und hier gibt es die Eigenschaft Methode. Und dort können wir dann den Wert einsetzen für URL-Request-Method, Eigenschaften, Post. Und schon würden die Daten im Hintergrund verlaufen. Ich kommentiere das mal aus. Ich war nämlich der Meinung, dass Google das auch im Hintergrund mitkriegt. Und leider nicht. Google braucht die Daten auf jeden Fall per GET. Nochmal GET. Und jetzt geht's wieder. Also dran denken, ihr seid auch in der Lage zu beeinflussen, wie die Daten gesendet werden. Mit GET, das heißt in der Adressleiste einfach hinten dran gehängt, oder mit POST im Hintergrund über den Header.